Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Randall's Monday. Dann ab in den Hinterhof, würde ich sagen. Wir haben die geile Anhängerventildingens. Geil. Also ab damit an die Stelle für den Absperrhahn. Ja, und dann... Oh nein, da ist ein Loch. Aber, hä? Was ist hier los? Ich guck mal eben. Ich nehme den mal. Ja, gesehntes Feld, würde ich sagen, ne? Wunderbar. Hoffen wir mal, dass der Plan aufgeht. Und die Saat, versteht sich. 24 Stunden später? Okay. Also ein neuer Montag quasi. Da müssen wir ja auch wieder gucken, weil es können sich ja wieder Sachen verändert haben bei den Leuten, ne? Okay, mal sehen, ob was gewachsen ist. So, also... Irgendwie verwirrt mich der Teil hier in dem Knast total, weil... Jetzt, wenn ich eigentlich jetzt mit dem Poster reden würde... Ich lass den mal lieber weiterarbeiten. Okay, aber eigentlich würde der ja was Neues sagen, weil er kennt mich doch wiederum nicht. Es ist ja ein neuer Montag, ne? Ich muss mir etwas Sprengstoff krallen. Oh, guck mal, da ist wieder Nikotinkaugummi. Vielleicht können wir das schon wieder Sleazy geben. Die Gegenstände habe ich noch ganz normal, ne? Hey, bedeutet das, dass ich ihm auch nie eins übergebraten habe, Murray, oder? Den lasse ich lieber alleine. Ich muss mich jetzt auf meine Feldarbeit konzentrieren. Na gut, da hast du natürlich recht. Wir müssen uns ja voll und ganz konzentrieren. Aber eigentlich? Ja, er hat wie auch wieder eine Kippe. Kannst du dieses Kraut nur rauchen? Deine Lungen müssen wie Kohle aussehen. Vielleicht, aber... Du solltest Nikotinkaugummi probieren. Das ist gesünder. Das würde ich gern, aber Nikotinkaugummi ist das Einzige, an das ich nicht rankomme. Mach dir nichts draus, ich regel das. Und ich will nur eine Zigarette und ein Streichholz dafür. Ist doch ein guter Deal, oder? Glaub schon. Danke. Hier ist dein Kaugummi. Keine Angst. Ich sorg dafür, dass du immer Nachschub hast. Cool. Jetzt kriegen wir das jedes Mal. Das könnten wir ja im Grunde endlos fortsetzen, bis wir, ja genau, immer mehr haben und ganz viele Streichhölzer. Und was ist mit dem Schachteltyp? Ich will nicht noch mehr billige Tricks sehen. Okay, auf den haben wir also quasi gar keinen Bock mehr. Was haben wir denn hier? Was zum... Du scheiß Vogel, verzieh dich! Nein! Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Das werde ich Brooks sagen. Oder es wenigstens versuchen. Brooks werden wir das sagen? Huch! Ich hab gesagt, du musst nur was anpflanzen. Irgendwas. Also, tut mir leid, aber in dir steckt einfach kein Gärtner. Das liegt an dem blöden Vogel. Keine Ausreden, Gefangener. Wenn der Vogel dich stört, solltest du was unternehmen. Das Gärtnern ist eine heikle Angelegenheit. Also komm, kümmere dich drum. Ach so, wir kriegen das auch jedes Mal wahrscheinlich, weil wir das jetzt möglicherweise wiederholen müssen, weil wir es ja vermasselt haben. Hab schon welche im Inventar. Verstehe, verstehe. Die sind auch wieder da, aber dafür ist jetzt schon der Absperrhahn dran. Was ist das Problem, Vogelscheuche? Bist du nicht gut genug? Gute Arbeit. Sieht wie eine richtige Vogelscheuche aus. Hm, komisch. Vielleicht müssen wir sie einstinken? Oh, tatsächlich. Das müssen wir. Oh, jetzt stinkst du ja fast so wie ein paar von den Insassen hier drin. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht auch nicht. Gestank ist schwer vergleichbar. Er weiß nicht so recht, was er eigentlich sagen will. Okay. Huch. Was macht die Katze? Okay. Und nun? Oh, jetzt verstehe ich. Ich werde gar nicht sterben. Ah, die Katze wurde Geruch. Nur vom Gestank der toten Ratte aus dem Schwamm angezogen. Ist dich ja auch brauch köstlich. Ich nicht mehr in meinem Inventar. Raus mit dir. Der Schwamm oder was? Okay. So, das ist doch gut. Ich würde sagen, die Katze wird jetzt dafür sorgen, dass der Vogel da nicht hinkommt. Dann machen wir jetzt also wieder die Sache mit dem Laub und dem Feuer. So, die Wespen sind wieder weg. Dann machen wir wieder den Schlauch gleich dran, sobald es geht. Ich will mein Phosphor hier eigentlich nicht verschwenden, aber dann muss ich halt irgendwie Nachschub besorgen. Ja, irgendwie müssen wir das dann anders machen. Kriegen wir schon noch hin. So, dann der Schlauch daran. Und anmachen und nochmal wässern das Feld. Huch, na komm. Na komm. Hä? Komm schon.
Oh, Junge, nimm es. Er nimmt's nicht. Sekunde. Ich gehe mal kurz runter und wieder rauf. Ist vielleicht nur ein winziger Bug. So, jetzt nimm es. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Er nimmt tatsächlich gerade den Schlauch nicht. Ich will die schöne Arbeit nicht umsonst getan haben. Jetzt ist Druck drauf. Angucken tut das. Dann nimm es doch bitte auch. Das gibt's doch nicht. Das kann mir jetzt nicht deren Ernst sein. Ich mach's nochmal. Es ist auch immer noch das Wassergeräusch. Kann ich erst benutzen, wenn ich das Wasser zum Laufen gekriegt habe. Es läuft, wie man hört. Okay. Wir gehen mal ins Menü. Wir gehen mal auf Laden des letzten Spielstandes. So. Gut. Wenn sie es halt so wollen, dann machen wir es halt so, als wenn wir das auf magische Art und Weise schon wüssten. So. Hoffentlich geht's dann aber. Also, dann machen wir das nämlich jetzt direkt mit der Vogelscheuche. Und gut. Ich hoffe nur, das Wasser geht an. Also, dass es diesmal funktioniert, dass er den Schlauch nimmt. Das war ja strange, ne? Das ist so geil, wie langsam sie läuft. Jetzt verstehe ich. Ich werde gar nicht sterben. Die Katze wurde nur vom Gestank der... Okay, Sekunde. Ich brauche ich nicht mehr in meinem Inventar. Das mal? Ja. Die spreche ich mal. Weg mit dir. So. Dann jetzt der Absperrhahn. Ja, es geht. Gott sei Dank. Na, hoffentlich klappt es dann diesmal. Okay, alter Junge. Hoffentlich klappt es jetzt. Er sagt auch noch so, hoffentlich klappt es jetzt, weil er sich natürlich denkt, also der Programmierer des Spiels, dass man das beim ersten Mal wahrscheinlich falsch machen wird. Aber trotzdem ist hier das Nikotinkaugummi. So. Vielleicht können wir dann direkt nochmal eintauschen. Ach so, wir haben ja jetzt auch quasi an diesem Tag nichts mehr, ne? Wir haben jetzt keinen... Ja, den Kipper haben wir noch. Hier ist Lisi. Keine Zeit jetzt zum Feilschen. Ich muss aufs Feld. Ah, ach so, okay. Na dann nicht. Okay. Nein! Ich hab's geschafft! Ah. Es wächst was und die Krähe hat's nicht aufgefressen, Mann! Wow. Ich hab mich nicht mehr so gut gefühlt, seit ich das der Pate-Box-Set gekauft hab und der dritte Teil war nicht dabei. Das ist echt stark. Super. Oh. Guck doch nicht so grimmig. Okay. Muss sagen, du hast den Test bestanden. Ein Test, von dem er gar nichts wissen kann. Übrigens. Von nun an bist du der Gefängnisgärtner. Hier der Schlüssel, wie versprochen. Danke, Murray. Ihre freundlichen Worte erwärmen mir mein Herz. Hey, könnte ich nicht auch für die Frauenabteilung verantwortlich sein? Du solltest das lieber ernst nehmen, Junge. Der Schlüssel ist eine große Verantwortung. Vergiss ja, das nicht. Blablabla. Sie werden stolz auf mich sein, Murray. Yay, jetzt können wir die Kiste öffnen. Und wollen wir das hier noch weiter pflegen? Wahrscheinlich, oder? So, jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal das Vorhängeschloss auf. Ich wusste es. Dieser üble Gestank konnte nur eins bedeuten. Dünger. Lecker Dünger. Aber will er den jetzt so mitnehmen? Okay, tatsächlich. Ich hab den Dünger. Jetzt sollte ich mich um den Phosphor kümmern. Weiß auch genau, wo ich den herbekomme. Brauch nur ein bisschen Geduld. Oh je, hat er das wirklich vor, das so zu machen? Tag für Tag. Tatsächlich. Wie ätzend, oh Mann, oh, der Arme. Krass. Oh nein, 2189. Das ist aber übel. Wie ich schon sagte, im Gefängnis wird ein Mann fast alles tun, um seinen Geist in Bewegung zu halten. Wie es schien, war Randys Lieblingsbeschäftigung das Horten von Zigaretten und Streichhölzern. Immer eins nach dem anderen, Tag ein, Tag aus. Schätze, nach allem, was er hinter sich hatte, entschied er einfach, dass es nun Zeit war zu gehen. Nun gut, Gefangene, hört her. Wie ihr bereits wisst, haben wir gestern Mr. Randall Hicks in unserer Mitte begrüßen dürfen. Keiner weiß, ob er so eine Art Tabakmogul ist oder nur ein Typ, der viele Ressourcen hat. Tatsache ist jedenfalls,
dass er einige Gegenstände in seiner Zelle hat, die hier sehr begehrt sind. Deswegen hat er sich gewisse Privilegien erworben. Vergesst das nicht und zollt ihm den notwendigen Respekt. Danke für die Vorlesung, Mr. Schlüsselbrett. Aber die Tatsache, dass wir hier alle vor seiner Zelle stehen, beweist ja, dass wir wissen, wie gut sich Mr. Hicks um seine Freunde kümmert. Ja, ja, ja. Heute ist der große Tag, ich kann's fühlen. Ich war jetzt lange genug hier drin eingesperrt. Irgendwie traurig, hier einfach abzuhauen. Hab mich richtig in dieses Drecksloch gewöhnt. Egal, Zeit an die Arbeit zu gehen. Mal sehen, was wir alles haben. Seife? Check. Phosphor? Check. Über 400 Pfund Streichhölzer sollten wohl genügen. Frittierfett? Negativ. Rosa Wismut? Nein. Und Dünger? Habe ich schon. Tja, dann muss ich den Rest mal besorgen. Kann ja nicht so schwer sein. Ja, das geht schon. Oh, ach, ich darf mich jetzt bewegen. Streichhölzer, geil. Oh, wir haben eine riesige Menge an Streichhölzer. Ich glaube, ich habe schon genug Streichhölzer. Und da ist wieder das Nikotinkaugummi. Was haben wir denn da? Die Zigaretten muss ich nicht wegnehmen. Das sind die ganzen Zigaretten, die ich gesammelt habe. Geil. Oh Mann, ey. Schade, der Thron ist nicht auswählbar. Mit denen kann man Guten reden. Guten Morgen, Mr. Hicks. Morgen, Steve. Gibt's was Neues? Ihre neue Lieferung an Kaugummi und Zigaretten ist soeben eingetroffen. Perfekt. Sagt den Jungs, sie sollen es in Lagerhalle 4 unterbringen. Aber, Sir, das Lager ist voll. Tja, dann lass dir was einfallen. Jawohl, Mr. Hicks. Ich weiß auch nicht, das ist so strange, weil ich meine, eigentlich kennen sie ihn doch den ersten Tag und dann sagen sie sowas wie, oh mein Gott, nein, das nicht, Alan, was macht denn Alan hier? Na, sieh mal einer an. Und wieso ist er jetzt hier? Da? Verzeihung, kennen wir uns? Ja, aber sicher, mein Freund. Glaub aber nicht, dass du dich daran erinnern kannst. Ist schon eine Weile her. Also, wollen Sie irgendwas? Weil ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich bereite mich auf den morgigen Wettkampf vor. Ich will immer irgendwas, Alan. Ohne Ausnahme. Ich sehe, Sie kennen meinen Namen. Und wer, bitteschön, sind Sie? Ich heiße Hicks. Sie? Mir gehört der Laden hier. Ach ja, ich habe viel von Ihnen gehört. Wie zum Geier bist du denn hier gelandet? Warum schreist du eigentlich nicht mehr deinen Namen durch die Gegend? Aber echt, ich will, dass du das wieder machst. Warum schreist du nicht mehr deinen Namen durch die Gegend? Oh, so etwas habe ich nie getan. Bist du sicher? Wie steht's mit deinem anderen Ich? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Klar weißt du das, Robert. Du irrer Freak. Ich heiße nicht Robert. Und ehrlich gesagt, wenn ich eine gespaltene Persönlichkeit hätte, dann wüsste ich wohl davon. Ja, klar. Warum haben sie dich dann in die Klapse gesteckt? Wegen der Riesenverschwörung, die gegen mich läuft, okay? Leute, die die Wahrheit kennen, sind den Mächtigen ein Dorn im Auge. Aber ich sage ihnen, ich habe keine gespaltene Persönlichkeit und ich laufe nicht rum und schreie meinen Namen durch die Gegend. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch verrückt. Wie zum Geier bist du denn hier gelandet? Da, das ist eine Riesenverschwörung. Oh, echt? Von wem? Von allen! Regierungsorgane, Geheimorganisationen, Sicherheitsdienste, die waren alle dabei. Aber warum? Du bist doch nur ein Spinner in einem Ballettröckchen. Das würde jemand mit ihrem beschränkten Verstand wohl annehmen. Leider habe ich keine Zeit, das alles im Detail zu erklären. Also, um's kurz zu machen, ich habe einen Reptilianer getötet und wurde erwischt. Ich kann froh sein, dass ich noch lebe. Ein Reptilianer? Sie wissen nicht mal, was ein Reptilianer ist. Stimmt's? Na klar weiß ich das. Die regieren heimlich die Welt oder so. Die Gestalten, die immer Mäuse im Fernsehen gefressen haben. Tja, so ungefähr. Okay. Und wie sah dieser Reptilianer aus? Irgendwie dicklich. Und er hatte immer dieses Feinripp-Unterhemd an. Er schob immer einen Wagen herum und verkaufte Luftballons. Oh, Luftballons. Ich hasse Luftballons. Zutiefst. Du hast den Typen umgelegt? Komm schon, Mann. Der hat doch durch die Heliumvergiftung schon genug gelitten. Es tut mir nicht im mindesten leid.
Ich sah ihn nie in seiner reptilianischen Form, aber er war mit Sicherheit einer von ihnen. Er hatte eine sehr hohe Stimmlage. Viel zu hoch, würde ich sagen. Der Arme. Ich musste ihn aufschlitzen. Er quiekte dabei wie ein Ferkel. Die hohe Stimme war doch vom Helium. Du weißt doch sicher, was passiert, wenn man das einatmet. Nein, und das ist mir auch egal. Er hatte es verdient. Und ich war sozusagen nur der Ausführende. Okay? Okay, okay. Mann, du bist ja echt so ein Django, Alan. Naja, ich muss los. In Ordnung, aber achten Sie auf diese Gestalten. Hier sind sicher ein paar von Ihnen im Undercover-Einsatz. Klar. Ich pass schon auf. Es wäre voll gruselig, wenn das letztendlich irgendwie echt so wäre, dass die hier sind. Oh, jetzt bin ich ja so cool. Wahrscheinlich ist sogar... Oh, wow, okay. Ah. Da brauche ich einen Schlüssel. Oh, ein Schlüssel. Verflixt nochmal. Oh, ich dachte schon, es wäre alles weg. Okay, den Schlüssel haben wir nicht mehr. Wieso schleppe ich Dünger mit mir rum? Bäh. Oh, ach je, okay. Was da wohl drin ist? Naja, egal. Ach so, wahrscheinlich ist der Dampfkochtopf für unsere Mischung, ne? Eine Bombe wäre keine Bombe, wenn nicht etwas Scheiße dabei wäre. Ich habe so genug Dünger. Muss nur ganz wenig benutzen. Okay, super. Also haben wir immer noch Dünger. Ich glaube, die Handvoll Streichhölzer werden als Phosphorquelle für die Bombe ausreichen. In meiner Zelle kann ich ja immer Nachschub holen. Okay, dann sollten wir vielleicht tatsächlich nochmal was dazu tun. Und die Seife. Adieu, kleines Stück Seife. Okay, das ist jetzt wirklich bald weg. Bald ist sie fertig. Was fehlt uns denn noch? Darf ich nochmal sehen? Rosa Wismut und das Frittierfett, das bestimmt da drin ist. Brauche ich nicht. Nur ein paar Schachteln. Nichts Wichtiges. Okay. Was da wohl drin ist? Naja, egal. Ich würde nachgucken. Ah, der Ofen, in dem Bruno immer das leckere Essen zubereitet. Und hier Topf mit heißer Suppe? Sieht heiß aus. Den kann ich nicht mit bloßen Händen nehmen. Hat er aber Interesse daran, ihn zu nehmen? Kann ich das daraus schließen? Ja, ich glaube, davon schmeckt die Suppe auch nicht besser. Oder muss ich vielleicht die Kochplatte ausmachen? Ich muss jetzt nicht an den Knöpfen rumspielen. Okay, das also auch nicht. Aber willst du das nun mitnehmen oder nicht? Ja, ich glaube, da... Nein, das sollst du nicht reintun. Ich dachte eher, das wäre gut zum Greifen. Na gut, okay, gehen wir erstmal nach oben. Was ist denn hier in der Bibliothek so los? Brooks ist unverändert. Hey, was geht, Brooks? Morgen, Brooks. Junge. Brauchst du was? Nee, danke. Hab keinen Bock auf Lesen heute. Hast du das gehört, Jake? Er macht sich auf die Socken, um zu fegen. Hat dir eigentlich all die Jahre noch nie jemand gesagt, dass du stocktaub bist? Raub? Ich sitz nicht wegen Raub. Wär ganz und gar nichts für mich. Na sicher. Mach's gut, Brooks. Okay, ich glaube, hier wird wahrscheinlich auch gar nichts sein. Ich würde sagen, wir sollten uns auf jeden Fall das Feld angucken. Ach so, was ist denn mit Carl? Hey, wie geht's, Carl? Sehr gut, Mr. Hicks. Genieße die Tatsache, dass mir das Gefängnisleben es erlaubt, einen weiteren Tag faul auf meinem Arsch liegen zu bleiben. Du weißt, wie man sich's gut gehen lässt, Carl. Danke für das Kompliment, Mr. Hicks. Na gut, genieß es. Mach ich. Okay. Das ist so komisch, weil alle so tun, als würden sie ihn voll gut kennen, aber es ist unmöglich, dass sie ihn kennen. Ich verschwende nicht. Okay, keine wertvolle Zeit verschwenden. Verschwenden wir lieber keine Zeit mehr mit dem Abschaum. Der ist ja drauf, ey. Okay, Streichhölzer können wir noch weitere nehmen. Nehmen wir einfach mal, weil könnte ja wichtig sein. Was ist mit Murray los? Was geht, Murray? Nicht viel. Weißt du, ich halte nur die Augen offen. Der gute alte Murray. Mit ihm fühlt man sich so sicher. Ja, ich mache nur meinen Job. Übrigens. Gibt's irgendwas Neues? Oder irgendwas Neues von draußen? Gibt's irgendwas Neues? Eigentlich nicht. Das Übliche. Verstehe. Obwohl heute alle über dich reden. Du hast es ja schnell zu was gebracht hier. Danke, Murray. Aber so schnell ging das gar nicht. Die Tage hier fühlen sich manchmal an wie Jahre. Hör zu. Ich weiß ja, dass Beliebtheit hier drin ganz gut klingt. Aber lass mich dir mal was sagen. Wenn ich du wäre, würde ich den Ball flach halten. Die Leute hier sind gefährlich und sie werden leicht neidisch, besonders auf die, die Zügel in der Hand haben. Danke, Murray.
merke ich mir. Irgendwas Neues von draußen? Draußen? Die Welt ist einfach verrückt. Heute hat sich zum Beispiel ein Junge, etwa in deinem Alter, einfach so umgebracht. Ja, hat sich mit dem Staubsauger das Hirn rausgesaugt. Man sagt, er sei noch 4 Minuten rumgelaufen, bevor er tot war. Echt gruselig. Ist das Ihr Ernst? Ich mein's immer ernst. Und dann gibt's noch das Problem mit den Obdachlosen. Jeden Tag gibt es mehr davon. Und alle scheinen genau gleich auszusehen. Glauben Sie nicht, dass das vielleicht immer der gleiche ist, der nur an unterschiedlichen Orten rumhängt? Ja, woher soll ich das wissen? Ist nicht mein Revier, also auch nicht mein Problem. Tja, dann ist ja wohl alles im Lot in der Stadt. Glaub mir, hier drin ist es gar nicht so schlimm. Das muntert mich ein wenig auf. Aber dann muss ich daran denken, dass ich in der Zelle sitze. Und das bringt mich ganz schnell wieder runter. Trotzdem danke. Bitte sehr. Der sitzt ja wirklich jetzt schon seit Jahren, ne? Man sieht sich. Das ist echt ganz schön heftig, der Arme. Und sonst sind aber alle so wie immer da. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir eine Pause. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit Randall's Monday. Ich freue mich schon drauf. Also, dann bis dann. Ciao, ciao.